Yeah. Okay. Yeah. Alles gut hat seinen Anfang. Manchmal gut, mal schlecht. Manchmal enden sie mit Streit, manchmal mit Gefecht. Es ist alles recht, ich lebe in der Realität. Wenn du mich fragst, wo ich lebe, ich bin im Keller versteckt. Ich kann grad nicht sagen, wie es mir geht, denn ich wünschte mir, dass alle Sorgen weggehen und vergehen. Aber es satt, hier zu sein und versteckt zu leben. Gefangen im Kerker, gebaut aus meinen eigenen Tränen. Du weißt, dass es nicht immer easy ist. Auch wenn man hier von Kopf bis Fuß gepriesen ist, kann man nicht denken, dass es immer so bleibt. Denn irgendwann offenbart sich dein wahres Leid und du siehst die Welt, wie sie langsam untergeht. Tausende Menschen auf dieser Welt, die es nicht verstehen, warum es unbedingt Leid und Krieg gibt. Eine Chance würde ich viel lieber gehen. Es ist abends 10 Uhr und ich kann nicht schlafen. Zu viele Sorgen in meinem Kopf, die mich plagen. Haufen Leute wollen mich schlagen. Ich kann diese Scheiße nicht einfach nicht mehr ertragen. Du rennst vor einem fahrenden Wagen, weil du nicht weiter weißt. Fährst so lange und so schnell, bis dir dein Zug entgleist. Und du weißt, was ich sage, wenn ich mein. Fast alle Menschen auf dieser Erde sind zugleich. Es gibt keine Ausnahmen, sie kommen in dein Leben hinein, doch gehen wieder, weil in dir als einziger die Sonne scheint und sie verkraften es nicht, deswegen hassen sie dich. Sie wollen dir helfen, doch am Ende lassen sie dich im Stich. Und der Grund dafür ist, sie wurden oft verarscht und angeblich, wie sie sagen, machte sie die Straße hart. Doch ich weiß, was die Wahrheit ist, wenn ich sage, ihr seid zu dumm, um zu kapieren, was ich sage. Ich will nie wieder eine Verantwortung haben, es sind die Träume in der Nacht, die mich plagen. Es ist schlimmer als in Ägypten, damals sie sieben Plagen. Wie lang muss ich hier ausharren und mich mit dem Leben rumplagen? Und ich habe keine Lust mehr zu versagen. Würde so gerne auf die Straße gehen und die Leute befragen, was sie werden wollen, doch es wird mir keiner das sagen, was ich hören will. Sie sind vollgekuscht und ziehen ihre Nasen. Das ist krank als krank. Ich hätte niemals gedacht, dass das Leben ist, wie es ist, grau und abgefuckt. Wo ist die Jugend hin? Frag ich mich Tag für Tag. Ich werde nie eine Antwort kriegen, bin der Krieger der Nacht. Es ist schwer zu verstehen, was hier abgeht. Und wenn du weiter oben stehst und auf uns herabsiehst, würde ich sagen, entweder hilfst du oder gehst. Wir werden dich kriegen, wenn du weiterhin da oben stehst.